Wir wollen nun wieder zurückkommen zu der Betrachtungsweise mit diesen thermischen Ersatzschaltbildern und uns jetzt schauen, was passiert. Jetzt werden die Wärmekapazitäten mit berücksichtigen. Das heißt, ich werde jetzt nochmal hier wieder aufzeichnen, was wir schon hatten. Unser Bauelement auf dem Kühlkörper. Das heißt, hier wieder der Kühlkörper, das wärmeleitfähige Isolationsmaterial dazwischen, das Gehäuse des Bauelements und dann hier an der Stelle den Siliziumkristall wieder Vergussmasse drumherum. Das heißt, hier wieder Kühlkörper, nennen wir es wieder Isolation, Gehäuse und der Siliziumkristall. Vergussmasse machen wir jetzt nicht extra, hier die Anschlussbeinchen vielleicht raus. Und da drin entsteht jetzt diese Verlustleistung bzw. der Wärmestrom, der nach außen abgeführt werden muss. Dann können wir das jetzt übersetzen durch Einfügen der Wärmekapazitäten in ein Ersatzschaltbild. Tatsächlich werden wir zwei kennenlernen. Wir machen jetzt zunächst das erste. Das ist das physikalische Ersatzschaltbild, auch als Kauerschaltung bezeichnet bzw. Leitungsersatzschaltung. Wie sieht das aus? Das ist eigentlich das Gleiche, was wir vorher hatten, nur dass wir jetzt an den unterschiedlichen Stellen unsere Wärmekapazitäten hinzufügen. Jetzt mache ich hier was, ich trenne jetzt diese Bereiche auf. Wir hatten in dem Ersatzschaltbild jetzt, dem statischen Ersatzschaltbild, jetzt bloß den Wärmeübungswiderstand Junction to Case uns angeguckt. Tatsächlich möchte ich jetzt diese einzelnen Bereiche getrennt darstellen, den Siliziumkristall und das Gehäuse. Auch das ist schon stark vereinfacht, das heißt tatsächlich bei realen Bauelementen ist dieser Kristall nicht direkt auf dieser Gehäusegrundplatte. Es hängt ab von der Aufbau- und Verbindungstechnik, was wir dazwischen haben, wie das gelötet ist. Das heißt, wir haben dort eine Lotschicht, wir haben vielleicht unterschiedliche Metallschichten und so weiter vom Aufbau her. Das heißt, tatsächlich kann es sogar sein, dass wir intern dann sehr, sehr viele Übergangswiderstände haben und auch entsprechend natürlich viele Kapazitäten, Materialkombinationen. Im Regelfall reichen so drei, vier thermische Elemente aus. Für das Innere des Bauelements werden wir später sehen, das gibt der Hersteller an, um das zu beschreiben. Ich mache jetzt bloß hier diesen Siliziumkristall und das Gehäuse im Wesentlichen und dann als Externe die Isolation und den Kühlkörper. Das heißt, was wir haben ist, wir haben dann hier parallel zu dieser Verlustleistungsquelle die Wärmekapazität des Siliziumkristalls. Ich nenne es jetzt mal CTHSI. Dann haben wir den RTH dieses Siliziumkristalls und das können wir jetzt direkt zuordnen. Das ist sozusagen wirklich das, was wir hier kriegen. Der Wärmestrom hier in dieser Richtung durch den Siliziumkristall und die Wärmekapazität an dieser Stelle berechnet aus der Masse und der Wärmekapazität, der spezifischen Wärmekapazität dieses Siliziums. Dann kriegen wir als nächstes das Gehäuse. Das heißt, hier an der Stelle haben wir die Wärmekapazität dieser metallischen Gehäuseplatte. CTH Case, RTH Case, dann käme jetzt meine Isolationsfolie, ich mache das mal gestrichelt, wird man häufig weglassen, weil die Wärmekapazität dieser Folie idealerweise sehr klein ist. Und dann haben wir diesen thermischen Übergangswiderstand, RTH Case to Sink. Und dann haben wir typischerweise eine sehr, sehr große Wärmekapazität, die des Kühlkörpers, CTH Sink und diesen an der Stelle thermischen Widerstand des Kühlkörpers, RTH Sink to Ambient. Und das wäre dann jetzt unser thermisches Ersatzschaltbild mit zusätzlichen Wärmekapazitäten. Und wir könnten jetzt hieraus auch wieder unsere Temperaturen berechnen. Das ist hier die interessanteste, die Sperrschichttemperatur. Aber tatsächlich natürlich auch an den anderen Stellen die Temperaturen bestimmen. Wir müssten nur in Anführungszeichen hier dieses Netzwerk lösen. Tatsächlich sind hier die Größen direkt physikalisch interpretierbar, das heißt, deswegen ist das auch das physikalische Ersatzschaltbild. Man kann diese Kapazitäten direkt Raumbereichen zuordnen, aber es ist an der Stelle für die Berechnung nicht direkt, zumindest für eine Handberechnung, nicht direkt geeignet, weil wir haben hier mehrere Energiespeicher, müssten dann zum Beispiel mit Laplace-Transformationen oder mit numerischen Methoden Differentialgleichungen lösen. Das ist jetzt für die Handanwendung nicht so geeignet. Wir wollen bloß ganz kurz nochmal hier was zusammenfassen. Das hier sind sozusagen die äußeren Elemente. Das ist jetzt hier sozusagen der äußere, ich nenne es mal äußere Wärmeimpedanz. Wir werden gleich sehen, warum. Und hier habe ich die innere Wärmeimpedanz, das heißt, die wird tatsächlich dann angegeben vom Hersteller im Bauelement und die äußere ist die, die wir beeinflussen können. Wie gesagt, dieses Modell ist aufwendig für die Handberechnung. Das heißt, wozu würde man es benutzen? Man benutzt es vor allem für Simulation. Das heißt, wenn wir einen Schaltungssimulator haben, Netzwerksimulator, können wir an dieser Stelle das benutzen, um dann
sozusagen eine Quelle zu definieren, die unserer Verlustleistung entspricht oder zeitlich veränderlichen und damit die Temperaturen berechnen, um zu sehen, okay, wird unser Bauelement überlastet oder nicht. Es gibt aber eine andere Darstellungsweise, aus der man dann ableitet an dieser Stelle ein anderes Element, und zwar den transienten Wärmewiderstand, das heißt die transiente thermische Impedanz. Um die zu verstehen, brauchen wir eine andere Darstellung. Das heißt, um von Hand zu berechnen, wird hier die transiente thermische Impedanz eingeführt oder der transiente thermische Widerstand eingeführt. Die kriegt die Bezeichnung ZTH von T. Werden wir gleich sehen, woher die kommt. Um das zu verstehen, müssen wir jetzt ein anderes Ersatzschaltbild machen. Und tatsächlich, man kann so ein Netzwerk, so eine Leitungsersatzschaltung auch in eine sogenannte Partialbruchschaltung umrechnen oder in ein Foster-Netzwerk. Ich möchte das bloß kurz hier aufmalen. Das heißt, alternative Darstellung 2 ist hier die Foster-Schaltung. Dort haben wir natürlich auch wieder unsere Verlustquelle. Wir haben auf der rechten Seite unsere Temperatur, Umgebungstemperatur. Und was man jetzt macht, diese einzelnen Elemente werden jetzt umgerechnet und zwar in eine Serienschaltung aus Parallelschaltungen von einzelnen Kombinationen aus thermischen Widerständen und thermischen Kapazitäten. Das heißt, ich habe dort einen RTH1, kriege hier parallel dazu einen CTH1, habe dann einen RTH2, CTH2 und jetzt in diesem Fall hätten wir, wenn wir es umrechnen, müssen dieselbe Zahl der Energiespeicher haben, hätten wir hier an der Stelle, man hat es ja auch wieder gestrichelt, hätten wir dann 4 so Kombinationen an dieser Stelle, bis wir bei der Umgebungstemperatur angekommen sind. Hier natürlich auch wieder die Verlustleistung, zeitlich veränderlich, und hier am Ausgang die Temperatur, Theta A, und was uns natürlich interessiert, wieder die Sperrschichttemperatur, zeitlich veränderliche Größe. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, was ist jetzt der Unterschied? Das ist jetzt mehr oder weniger ein Rechenmodell, man kann die beiden ineinander überführen. Eine Kauer-Foster-Transformation bezeichnet man das. Was ist jetzt hier an der Stelle der Vorteil? Der Vorteil ist, dass ich bei so einer Schaltung unabhängig voneinander an dieser Stelle die Temperaturabfälle über diesen Elementen berechnen kann. Das heißt, tatsächlich habe ich hier Temperaturdifferenzen, Theta 1 von T, Theta 2 von T, Theta 3 von T und Theta 4 von T. Und die kann ich jetzt unabhängig voneinander berechnen. Warum? Dazu denken wir vielleicht so ganz kurz zurück an Grundlagen Elektrotechnik. Ja? Schauen wir mal an, ich habe eine Stromquelle an dieser Stelle und ich weiß, diese Stromquelle liefert 1 Ampere. Und dann habe ich hier eine Serienschaltung aus vielen Elementen. Ich weiß gar nicht, wie das weitergeht. Ich weiß bloß, der Stromkreislauf ist geschlossen, dass hier sozusagen der Strom I gleich 1 Ampere fließt. Und ich weiß dann hier von einem Widerstand, das hier sind 0,7 Ohm. Und dann ist die Frage, okay, wie groß ist die Spannung? Tatsächlich kann ich die Spannung sofort hinschreiben, das müssen 0,7 Volt sein. Ich muss die anderen Elemente nicht kennen bei einer Serienschaltung, die an einer Stromquelle hängt, um den Einzelspannungsabfall zu bestimmen, weil ich weiß, dieser Strom hier fließt durch alle Elemente durch, im geschlossenen Kreislauf, und deswegen kann ich hier sozusagen das mittlere Element, ohne zu wissen, ob das hier 1 Kiloohm ist oder ob das 10 Ohm ist, kann ich diesen Spannungsabfall berechnen, weil solange dieser Strom fließen kann, müssen hier 0,7 Volt als Spannung abfallen über diesem Widerstand. Was bringt uns das jetzt bei unserem Modell? Das bringt uns bei dem Modell folgenden Vorteil, dass wir hier eigentlich ja jetzt einen dynamischen Vorgang haben. Das heißt, wenn wir annehmen zum Beispiel die Verlustleistung springt hier, haben wir in Anführungszeichen so RC-Ladevorgänge, thermische Ladevorgänge mehr oder weniger, und der Trick ist jetzt, ich kann die jetzt einzeln nacheinander berechnen und dann die Einzelverläufe aufaddieren. Ich muss nicht sozusagen das gesamte Netzwerk auf einmal lösen, sozusagen meine Differentialgleichung aufstellen, vierte Ordnung, und hier das lösen, sondern ich kann sagen, okay, tatsächlich, ich kriege hier einen exponentiellen Verlauf, hier noch einen exponentiellen Verlauf, hier nochmal einen exponentiellen Verlauf und hier einen. Das heißt, tatsächlich werde ich hier an der Stelle für diese Verläufe bei so einem Sprung jeweils so RC-Ladeverläufe kriegen, so Exponential, aus den Exponentialfunktionen kann die direkt bestimmen aus den Komponenten RTH und CTH. Die Zeitkonstante ist genau gleich wie bei elektrischen Netzwerken. R mal C ist das Tau. Und damit kann ich dann durch Addition auch zum Beispiel von Hand oder einfacher in einem Mathematiktool das berechnen. Das ist jetzt die Idee dieser Foster-Schaltung. Das heißt tatsächlich, bei dieser Foster-Schaltung, dieser alternative Darstellung, haben wir jetzt eine Umrechnung der physikalischen Elemente in Parallelschaltung von RTH und CTH.
jeweils, und zwar genauso viel, wie wir vorher auch hatten. Und das erlaubt uns jetzt die vereinfachte Berechnung, da alle Parallelschaltungen hier vom selben Wärmestrom durchflossen sind oder durchströmt werden. Das heißt jetzt, bei einem Verlustleistungssprung, das heißt, wenn wir hier sagen, okay, PV von T ist irgendein Wert, P0 mal Sigma von T, wenn Sigma von T die Definition für die Sprungfunktion ist, und springt das zu einem Zeitpunkt an dieser Stelle auf den Wert P0, kann ich automatisch sagen, was sich hier ergeben wird. Ich kann sagen, für diese Gesamttemperaturdifferenz zwischen Junction und Ambient, das heißt Theta Junction minus Theta Ambient, ist das gleiche wie Theta 1 plus Theta 2 plus Theta 3 plus Theta 4, die drei Spannungsabfälle, die ich hier habe. Und diese kann ich jetzt einzeln ersetzen. Ich kann zum Beispiel sagen, Theta 1 kann ich berechnen, ja, was muss das sein? Sprungantwort, Aufladen eines RC-Kreises, nur hier aus der Stromquelle, P0 mal RTH1 mal 1 minus E hoch minus T durch Tau TH1. Und das gleiche bei an dieser Stelle Theta 2, das wäre dann P0 mal RTH2 mal 1 minus Punkt, 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 E hoch minus und so weiter. Und das heißt, tatsächlich könnte ich sagen an dieser Stelle, dieser gesamte Spannungsabfall, diese vier Spannungen, die ich dort habe, kann ich darstellen als P0 mal die Summe über meine N Elemente RTHN mal 1 minus E hoch minus T durch Tau THN. Wobei jetzt hier an der Stelle wir sagen, wir haben diese thermischen Zeitkonstanten. Tau THN ist jeweils RTHN mal CTHN. Und das sind die thermischen Zeitkonstanten. Und damit kann ich jetzt diesen Verlauf berechnen, ohne dass ich eine große Differentialgleichung oder sonst was lösen müsste. Das heißt eher so dieses praxisgerechte Vorgehen. Und man führt jetzt an dieser Stelle für diesen Summenausdruck hier die Abkürzung ein und sagt, das ist der CTH von T. Das heißt, man sagt, es gibt den transienten thermischen Widerstand und dieser ist definiert, kriegt das Symbol ZTH, hat natürlich auch wieder die Einheit Kelvin pro Watt. ZTH von T ist eine zeitabhängige Größe und ist die Summe über diese RTHs multipliziert mit 1 minus E hoch minus T durch Tau THN, wobei natürlich hier für diese Tau THN wieder gilt RTHN mal CTHN und kann damit dann einfacher so eine Erwärmung benutzen. Das heißt, wir können dann an dieser Stelle sagen, der CTH kann zur Berechnung von Erwärmungsvorgang genutzt werden bei hier so konstanter, sprungförmiger Verlustleistung. Das heißt, tatsächlich ist er jetzt zunächst mal definiert, eigentlich nur für diese Sprungfunktion. An dieser Stelle mit einem kleinen Trick kann man den natürlich auch für andere Sachen definieren. Ich kann damit nämlich zum Beispiel auch Impulse definieren, indem ich zwei Sprungfunktionen voneinander abziehe. Als Beispiel. Es ist ein lineares Netzwerk, wenn wir annehmen, dass die Komponenten linear sind. Und das heißt, wenn ich es dann zerlegen kann an dieser Stelle in Kombinationen von Sprüngen, kann ich damit auch an dieser Stelle die Berechnung damit durchführen. Praktisch haben die Halbleiterhersteller oftmals ein Diagramm im Datenblatt des Bauelements, mit dem man an dieser Stelle das einfach ablesen kann und dann mit dem CTH so rechnen kann wie mit dem RTH. Dazu möchte ich noch eine kurze Ergänzung machen, dass man sich vorstellen kann, was bedeutet jetzt eigentlich der CTH und der RTH an dieser Stelle für den Praktiker, gerade bei dieser sprungförmigen Anregung. Das heißt, um jetzt zu deuten, auch die Unterschiede, wie unterscheidet sich der CTH von T und der RTH von T und wie kann man das praktisch benutzen, möchte ich eine ganz einfache Schaltung nehmen. Tatsächlich beschränken wir uns sozusagen auf so eine RC-Kombination, eine thermische Zeitkonstante, haben also hier bloß ein CTH, ein RTH zwischen unserer Verlustleistungsquelle und der Umgebungstemperatur oder einer Referenztemperatur an dieser Stelle, haben jetzt hier eine Verlustleistung PV von T und haben dann hier diese Temperatur Theta A, die sei jetzt an dieser Stelle konstant. Und wir wollen jetzt wissen, okay, wie ist diese Sperrschichttemperatur, wie verhält die sich zeitlich, dieses Theta Junction von T, und zwar für zwei Fälle. Ich sage jetzt erstens an der Stelle für einen reinen Sprung. Das heißt, an der Stelle sagen wir hier, PV von T ist irgendein Wert P0
mal Sigma von t ein einzelner Sprung und im zweiten Fall wollen wir betrachten, dass pv von t an dieser Stelle zwar derselbe Sprung ist, aber periodisch. Das heißt hier p0 mal Sigma von t minus p0 mal an dieser Stelle Sigma von t minus d mal groß t, wobei d ein Tastverhältnis wäre und das hier periodisch wiederholt. Und das wollen wir uns kurz anschauen. Das heißt zunächst, der erste Fall kommt hier in das obere Diagramm rein. Das heißt, für den Fall A haben wir hier den Verlauf pv von t zum Zeitpunkt 0, soll das springen auf diesen Wert p0, dann konstant bleiben. Und was wird sich einstellen an der Temperatur? Von der Temperatur her, Achtung, der Erwärmungsvorgang beginnt beim Anfangswert theta A, wenn wir konstant sind, und dann werden wir hier so eine einzelne E-Funktion kriegen, das ist eine einzelne Zeitkonstante. Das heißt, ich werde hier irgendwie so eine E-Funktion kriegen und das wird sich dann an der Stelle aufladen auf einen Endwert. Und tatsächlich kriege ich dann hier für t gegen unendlich sozusagen an dieser Stelle eine Temperatur. Wenn wir jetzt hier betrachten, dass er jetzt an der Stelle die Temperatur, nehmen wir an, das ist die Temperatur hier an der Stelle Theta Junction, dann kriegen wir hier an der Stelle eine Temperaturänderung. Das heißt, hier kriegen wir sozusagen ein Delta Theta von t gegen unendlich. Und dieses Delta Theta von t gegen unendlich wird nichts anderes sein als p0 mal dem RTH. Das beschreibt der RTH an dieser Stelle. Der beschreibt diesen stationären Zustand. Jetzt haben wir hier aber die thermische Zeitkonstante. Das heißt, wir haben hier eine thermische Zeitkonstante, tau th mit RTH mal cth. Und das heißt, wir wissen, okay, wie dieser Verlauf abläuft. Nach einer Zeitkonstante sind wir hier sozusagen bei 63% von der Sprunghöhe Zunahme und so weiter. Und nach ca. 5 Zeitkonstanten mehr oder weniger sind wir aufgeladen. Und jetzt wollen wir uns angucken, was sagt jetzt an dieser Stelle diese thermische Impedanz? Ja? RTH, diesen stationäre, statische thermische Widerstand können wir gut interpretieren. Der gibt uns den Wert an, ermöglicht uns die Berechnung sozusagen nach sehr, sehr langer Zeit, wenn der Einschwingvorgang abgeschlossen ist, wie die Temperaturerhöhung sein wird. Wie sieht das jetzt aus, wenn wir hier an der Stelle das betrachten für so eine impulsförmige Leistungseinbringung, die sich jetzt periodisch wiederholt? Wir nehmen jetzt an, dass es sich so weit wieder abkühlt, dass wir sozusagen wieder die Umgebungstemperatur erreichen. Das heißt tatsächlich, was wir dort definiert haben, wir werden so einen Verlauf vielleicht haben, das soll sich jetzt periodisch wiederholen. Das heißt, hier sei irgendwo unser d, hier sei irgendwie d mal t und hier sei 0. Das sei jetzt der Verlustleistungseintrag in dem zweiten Fall, halt hier periodisch wiederholt an der Stelle der Verlauf. Und dann sieht die Temperatur wie folgt das. Ich werde natürlich, wenn ich hier sozusagen zum ersten Mal einschalte, ich nehme ein, das erwärmt sich immer auf diesen Endwert, mehr oder weniger vollständig drauf, werde ich natürlich wieder die Umgebungstemperatur haben an der Stelle. Ja, wenn hier kein Wärmestrom fließt, dann ist diese Temperatur gleich wie die Umgebungstemperatur. Dann kriege ich hier denselben Erwärmungsvorgang. Das heißt tatsächlich, nach sehr, sehr langer Zeit, wenn wir das so einzeichnen, würde ich auch wieder den Endwert erreichen. Jetzt aber ist die Impulslänge so kurz, dass ich den Endwert hier nicht erreiche. Ja, ich werde an dieser Stelle zwar wieder dasselbe exponentielle Verhalten kriegen, aber sobald der Wärmestrom nicht mehr vorhanden ist, das heißt keine Verlustleistung hier eingebracht wird, wird jetzt dieser Erwärmungsvorgang aufhören und sich sozusagen die Wärmekapazität wieder entladen. Sind wir hier wieder sozusagen bei der Umgebungstemperatur und dann kriegen wir an der Stelle hier wieder den nächsten Aufwärmvorgang und so wird das verlaufen. Und jetzt beschreibt dieser ZTH an dieser Stelle gerade die Änderung, die sich hier sozusagen maximal ergibt. Das heißt, mit dem ZTH können wir errechnen, und deswegen ist das Rechengröße so interessant. Mit diesem ZTH kann ich errechnen Delta Theta von T zu einem beliebigen Zeitpunkt. Jetzt in diesem Fall Delta Theta von D mal T. Das ist nämlich dieser Zeitpunkt, den wir hier betrachten. Ist an dieser Stelle P0 mal ZTH von D mal T. Das ist die Idee, die hinter diesem ZTH steckt. Ich kann mit diesem ZTH vereinfacht wieder diese Maximaltemperatur bestimmen, beziehungsweise den in diesem Fall die maximale Änderung, aus der ich dann, wenn ich sie dazu addiere zu dieser Umgebungstemperatur, diesen maximalen Temperaturhub rauskriege. Und das ist der Vorteil, wenn ich nämlich diesen Wert des ZTHs direkt irgendwo aus dem Diagramm ablesen kann,
an dieser Stelle kann ich damit mit einem Taschenrechner oder einem Blatt Papier sofort auch im Labor oder sonst wie die maximale Erwärmung, maximale Zunahme ablesen. Deswegen ist das ein sehr praxistaugliches Verfahren, warum man diesen Widerstandswert, diesen ZTA einführt. Formal jetzt erstmal definiert bloß für so Einzelimpulse, wo sich dann die Wärmekapazität wieder vollständig in Anführungszeichen entladen kann, wieder auf die Umgebungstemperatur abnimmt. Tatsächlich kann man das aber auch für kompliziertere Zusammenhänge benutzen, wenn wir an der Stelle auch eine Zusatzerwärmung kriegen und trotzdem drüber an der Stelle noch einen Mittelwert, der unsere Temperatur generell anhebt. Das wollen wir uns gleich in den Datenblättern anschauen.